Ja, hallo liebe Rheinkick-TV-Zuschauer, ich sitze hier mit Livia Heun, der Gewinnerin des Tor der Rückserie. Und wir tippen zusammen den ersten Spieltag in der Frauen-Mittelrheinliga. Die erste Partie SF Üwekhofen gegen den Pulheimer SC. Üwekhofen ist eine sehr heimstarke Mannschaft. Deswegen denke ich, dass die 2-1 gewinnen. Okay, 2-1. Also ein Heimsieg. Dann die beiden Aufsteiger im direkten Duell, KSV Heimersdorf gegen den Kohlscheider BC. Was ist dein Tipp? Über die beiden Mannschaften weiß ich eigentlich nicht so viel. Habe noch nie gegen die gespielt. Deswegen tippe ich auf ein Unentschieden und würde 2-2 sagen. Okay, ein 2-2 im Aufsteigerduell. Dann Union Blau-Weiß Biesfeld gegen den ersten FFC Bergisch Gladbach. Ich glaube, das ist ein heißes Derby. Ja, ich sehe da Biesfeld ein bisschen weiter vorne. Ich glaube, die haben sich sehr gut verstärkt. Gladbach sicherlich auch, aber dennoch tippe ich auf ein 4-2 von Biesfeld. Die sind auch sehr bissig. Das wird ein hartes Match. Und heimstark vor allem dann. Ja. Okay, und dann eure Partie. Sportfreunde Ippendorf zu Hause gegen den SV Menden. Im letzten Jahr gab es hier ein 8-1, glaube ich. Wie geht es dieses Jahr aus? Ja, wir werden natürlich gewinnen. Ich tippe auf ein 4-1. 4-1? Ja. Okay, wir werden sehen, ob es auch so ausgeht. Und ja, bis dahin. Dankeschön.